die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt die Partei, die Partei, die Partei. Genosse, Genosse. Nach der Zwangsvereinigung der ehemals glorreichen sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik mit der postfaschistischen und neoimperialistischen BRD geht hier und heute mal wieder das Gespenst des Revisionismus um. Dieses Gespenst nennt sich schön färberisch die Linke. Und ist auch nichts weiter als eine kleinbürgerliche Zusammenrottung korrupter Kräfte des Monopolkapitalismus. Anstatt zügig auf die revolutionäre Zerschlagung der Klassengesellschaft hinzuarbeiten, verordnen Lafontaine und seine revisionistischen Anhänger, dem sich immer weiter aufblähenden Ausbeutersystem Schwedenkräutereinläufe zur behutsamen Entlüftung. Genossen, Genossen! Die marxistisch-leninistische Bewegung und ihr antiimperialistischer und antifaschistischer Kampf endet nicht bei der Abschaffung von Hartz IV. Die revolutionäre Umkehrung der Produktionsverhältnisse als Folge eines marxistisch-leninistischen Klassenkampfes, das ist es, was die Werktätigen unter der glorreichen Führung der kommunistischen Avantgarde anstreben. Aber was tut die sogenannte Linke? Sie verteilt Almosen und schwächt damit den revolutionären Elan der proletarischen Massen. Wenn wir die Diktatur des Proletariats erreichen wollen, dann dürfen wir es nicht zulassen, dass da eine konterrevolutionäre Revisionistenbande daherkommt und die hässliche Fratze des globalisierten Kapitalismus auf menschenfreundlich schminkt. Es darf nicht passieren, dass einem Kapitalismus, der sich langsam, aber sicher den Wolf läuft, eine pseudo-sozialistische Partei von bourgeoisen Renegaten Penatencreme in den Schritt schmiert. Weil sie sich das sozialdemokratische BAföG-Paradies der 70er Jahre BRD zurückwünscht. Ja, dagegen stehen wir, die Volksfront der reinen marxistischen Lehre. Und wir rufen dem Klassenfeinde zu: vorwärts immer, rückwärts nimmer!